Inzwischen haben mehrere russische Künstler den Weg in den Westen gefunden. So zum Beispiel ist die Rockband Cruise in Deutschland, die Popgruppe Center in Frankreich unter Vertrag. Gorky Park hier im Bild sind in den USA als Vorgruppe von Bon Jovi auf Tournee. Einerseits haben wir Glück gehabt, vom Bon Jovi-Management entdeckt zu werden. Auf der anderen Seite haben wir uns sehr bemüht, unseren Rock'n'Roll auf internationalem Niveau zu spielen. Und unsere Musik hat praktisch bisher allen gefallen. My Generation von den Who. Selbstbewusst singen Gorky Park heute von ihrer Generation. Das war in Russland sicher nicht immer so. Jahrelang gab es Zensurprobleme wegen Texten, Beanstandungen des Aussehens, Schwierigkeiten mit dem Equipment und fast kein Geld, auch nicht für erfolgreiche Musiker. Vor ungefähr 3 Jahren begann sich alles zu ändern. Wir bekamen die Möglichkeit, uns von dieser staatlichen Umklammerung zu lösen. Und heute sind wir eine unabhängige Gruppe unter vielen. Heute kann jeder singen, was er will. Niemand kontrolliert uns künstlerisch oder finanziell. Früher haben wir für ausverkaufte Konzerte 20 Rubel bekommen. Heute mieten wir selbst ein Stadion, zahlen die Miete und der Rest gehört uns. Das ist ganz schön viel Geld. Ich weiß nicht, ob heute in der Sowjetunion jemand mehr verdient als wir.